Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge Metro Last Light. Wir sind jetzt hier hinten angekommen. Und so richtig weiß ich jetzt noch nicht, wie es weitergehen soll. Wir tauschen nochmal den Filter. Aber wir kommen hier nicht lang. Das ist irgendwie eine Alpha-Wand. Aber auch nicht lang. Okay. Dann lass uns mal etwas nach hinten fahren, wenn das geht. Ja, das geht. Alles klar. Hier geht's jetzt mit der Weichestellen. Ja, hoffentlich kommen wir dort durch. Auf geht's. Sehr gut. Okay, nichts zu sehen. Gut, dann geht's weiter. Hm, oh, weiter. Oh, muss ich mit mehr Schwung ran. Gut. Filter wechseln und auf geht's. Pavels Gruppe rückt zur Tretjakowskaja vor, auch als Venedig bekannt. Sie haben ein paar Stunden Vorsprung und bewegen sich durch häufig benutzte Tunnels. Aber ich werde sie einholen. Ich kann es mir nicht erlauben, es nicht zu tun. Oh, Pavel. Arsch. Das Auto ist Schrott. Wir sind Schrott. Geht ja schon mal gut los. Zum Glück hält die Maske noch dicht. Wäre aber schon gut, wenn wir doch noch eine neue bekommen könnten irgendwoher. Sag mal, läuft die Kiste eventuell noch? Alte russische Selbstbautechnik. Ja.
kommt noch Radioaktivität dazu. Wir werden ja auch von gar nichts verschont hier. Mist! Ich bin's. Wer ist da? Stehen bleiben, sonst schießen wir. Wir sind bewaffnet. Wir sind bewaffnet. Schwör bei Lenins Namen. Er sieht nicht wie ein GB aus. Die Uniform ist mir fremd. Könnte er einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an. Nicht schießen, Kumpel. Wir sind Zivilisten. Hier sind Frauen und Kinder. Leben und leben lassen, okay? Wir sind Flüchtlinge von der roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Ich kann ja also mal können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Nicht meinetwegen, wirklich. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Ich werde euch, euren Frauen und den Was Kindern helfen. Wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Vielleicht bleiben sie noch. Begrab sie noch nicht. Aber die Schüsse waren so laut. Und jetzt hört man gar nichts mehr. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? Warum kommen sie dann nicht zu uns? Oh, warte Vielleicht mal. Kommen brauchen sie wir dabei. Keine Lass uns einfach warten. Masken mehr, oder? Glaubst du, die haben alle umgebracht? Könnte sein. Könnte aber auch schlimmer sein. Wie? Sie hat den Frauen dabei. Ascha, wenn Naivität rollen würde, müsste man dich den Berg hochbremsen. Hey, das Reflexvisier für die AK reicht. Was sollen wir beide zu zweit denn schon ausrichten können? Wenn sie eingekesselt sind, könnten wir die Banditen über die Flanke angreifen. Dann machen wir uns mal gut, bereit. Das nehmen wir noch mit. Hier geht nirgendwo hin. Wir sollen sonst die Frauen und Kinder beschützen. Aber wir können doch nicht zulassen, dass die Banditen unsere Leute abschlachten. Können wir das eintauschen? Dieser Fremde wird uns helfen. Nein. Er sieht immerhin so aus, als könnte er 20 von euch aufwiegen. Mindestens. Du bist ein Idiot, dass du deinem Angriff im Waffenschmied geglaubt hast. Ach, das ist sicher, man kommt in 0, nicht dahin. Und du hast mich hierher gezerrt. Und jetzt werden wir alle wegen deines blöden Waffenschmieds sterben. Halt deine Klappe. André ist ein Heiliger. Er hat uns alle rausgebracht und vor Definitiv. Uns schon viele andere. Ja, er hat uns rausgebracht, damit Banditen uns überfallen können. Und wie zum Teufel hätte er von den Banditen wissen sollen? Dann soll er den Leuten nicht sagen, es sei sicher. So eine blöde Scheiße. André sagt garantiert nicht, dass es sicher ist. Er hat uns vor ihnen gerettet. Was macht das denn für einen Unterschied, wenn wir trotzdem von Banditen... Alter, ihr könnt doch nicht André einfach mies machen. Das ist denn bei euch verkehrt, sag mal. Sag mir, Jascha, warum bist du geflüchtet? Wegen der Mobilmachung. Das sind wunderbare Patronen. Kauf ich. Bis dann. Die haben mich... Aber dann wurde ich zum Dienst gerufen. Mama sagte, dass ich bei meinem Glück ins Gras beißen würde, sobald ich die Front erreiche. Also steckte sie mich in diese Karawane. Das scheint mir ein Fehler gewesen zu sein. Du bist noch jung. Du wirst noch einen Ort für mich finden. Ein bisschen Schrot im Bauch macht aus jedem Banditen ein kleines Kind. Kannst du hier kaufen? Komm wieder! Diese Typen kaufen aber auch gar nichts. 100 Gramm Pizze und eine Patrone. Okay. Und ich darf nicht betteln gehen. Sie sagen, das wäre eine Schande fürs Vaterland.
Daher habe ich mich für den Verrat und gegen den Hunger entschieden. Obwohl, wer sollte mich schon brauchen? Aber was soll ich jetzt machen? Ich ging also, weil der Krieg kam. Nein, ich kann jetzt doch vorgucken. Unsere Station lag genau im Weg. Im letzten Krieg sind die Leute geflüchtet. Aber ist das das, was ihr wollt? Ich meine, ihr quatscht die ganze Zeit noch. Frauen, Kinder, alte Männer. Damit sich keine Panik ausbreitet. Daraus habe ich gelernt und bin geflüchtet, bevor ich lasse. Und jetzt können wir hier. Ja, ihr Leute an den Raststationen macht es schwer. Nicht, dass es uns besser ginge. Mein Mann wurde angezogen. Das bedeutet, dass seine Familie ins Lager wandert. Wenn du aufgibst, bist du ein Verräter. Papa ist kein Verräter. Er ist ein Held. Ein Held. Echter Held. Natürlich. Da, die sind hier natürlich... Ja, sind jetzt nicht sehr gut auf André zu sprechen. Andererseits, so hattet ihr überhaupt eine Chance. Und jetzt bin ich da. Oder jetzt sind wir da. Wer immer sagen wollen. Tja, da ihr jetzt wirklich nichts anderes tut, als rumzustehen, wird das wohl bedeuten, dass wir nach vorne fahren sollen. Und dann testen wir mal unsere Waffen an den Gegnern aus. Also eventuell an den Banditen. Wenn es wirklich Banditen sind. Na, warte mal. Willst du mir sagen, dass ich für die Schrot hier tatsächlich keine Verbesserung bekomme bei dir? Nicht mal Griff, Stütze oder sonst irgendwas? Nö. Das ist schwach. Na gut. Wenn du eine Waffe brauchst, dann komm wieder. Ach, du, ich hab Waffen. Du hast nicht das Richtige für mich. Okay. Auf geht's. Auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Also passt mal auf, Leute, ne? Hier gibt es weder Vergewaltigung noch Schlagen gegen Frauen. Du verfickter Finke! Glaubst wohl, du wärst zu gut für uns, was? Ja. Ruhe, Miststück! Halt! Verdammt nochmal die Klappe! Hey, Kumpel! Was bist du so stich? Ich würde sagen, das ist ja so still. Können wir dich jetzt nicht befreien? Bist du ohnmächtig? Bist du schon tot?
Hey, Konrad. Okay, hätte ich anders machen sollen. Ist egal. Ging auch so. Er hat eine interessante Knarre dabei. So, okay, dann haben wir die jetzt erstmal durch. Ihr habt unschuldige Leute umgebracht. Die Klasse kann auch da schon gewesen sein. Das ist jetzt nicht meine Definition von Klasse-Typ, aber ja, gut. Findet halt jeder ein bisschen anders, ne? Ganz vorsichtig, ganz sachte. Und da ist einer. Einen von uns hat's erwischt. Das ist richtig. Das passiert gleich nochmal. Na, ich muss erstmal nachladen, ne? So viel Zeit muss sein. Hier noch jemand oder was ist das jetzt aus? Mach jetzt meine Fesseln ab. Ja, na los. Ja, kein Stress. Danke. Geht's. Danke, Mann. Ich dachte, ich wäre erledigt. Die so haben lange alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Mhm. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Ja, nur mit der Ruhe. Wenn du ihnen folgst, dann pass im Technik-Tunnel auf. Ich habe gehört, wie die Banditen über eine Falle dort gesprochen haben. Aha, okay. Das behalten wir im Hinterkopf. Keine Muni. Da ist ein bisschen Muni. So, okay, gut. Alles ist super gemacht. Danke dir.
Und tut mir leid für euren Verlust. Ey, das ist ja ziemlicher Mist. Tut mir leid, dass ich euch nicht eher helfen konnte. Aber wenn wenigstens noch ein paar von euch überleben können, ist das ja schon mal. Ist das ja schon mal viel wert, oder? Was sagst du? Ist das hier nichts zum Aufmachen? Das ist doch was zum Aufmachen. Also manche Sachen sind so dermaßen laut. Ein Glück, dass ich da nicht lang bin. Aufmachen? Bitte, 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 bitte. Okay, natürlich gucken wir jetzt hier auch noch lang. Ist ja, also noch mal genauer lang. So, hier sind Messer, aber Messer haben wir noch genug. Das ist ja traumhaft. Wir sind ja hier ohne Licht durch. Das haben wir ja nur gemacht, um keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Aber jetzt ist ja erstmal alles, zumindest bis hierher, gesäubert und gereinigt und alles in Ordnung. Das sieht unbequem aus, Junge. Aber ist die jetzt echt draufgegangen? Hätte ich die retten können? Schneller gewesen wäre, hätte ich es eventuell retten können. Ah, ist doch scheiße. Also ich weiß es nicht, aber ich vermute es einfach jetzt mal ganz stark. Mich hier erstmal aus. Mach das. Da hinten sind noch deine Leute, ne? Die restlichen. Lass dich da mal ein bisschen verarzten. Gut. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.